Wobei ich mich frage, wie die Stimmung in Deutschland sein wird in einem halben Jahr, wenn die Millionen Flüchtlinge immer noch da sind. Ich sage immer, Deutschland war immer nur gastfreundlich, wenn klar war, dass die Gäste auch wieder gehen. Das war doch immer das Entscheidende daran. Ja, dann ist es gescheitert. Und dass man sich vielleicht vorher auch mal an die eigene Nase fasst und sich mal überlegt, warum die Flüchtlinge zu uns kommen. Ob wir vielleicht da Mitschuld tragen. Das könnte man auch mal vorher überlegen, ob diese, der viertgrößte Waffenlieferant der Welt da auch Mitschuld trägt. Dass wir ganze Länder bombardiert haben seit Jahren und immer wieder nichts hinterlassen außer Chaos. Und dass die Menschen plötzlich zu uns kommen. Dass man Diktatoren wegbombt, ohne sich vorher mal den Gedanken zu machen, was kommt danach. Diesen Gedanken könnten wir mal zulassen, ganz kurz nebenbei. Ja, und dann kann man immer sagen, ja, 800.000 Flüchtlinge, wir werden das integrieren können. Da sage ich, ja, wir schaffen das. Ja. Die einzige Frage ist, ob wir Horst Seehofer noch integriert bekommen. Ja. Das ist dann die große Frage am Ende. Ja.